Mahlzeit, Freunde. Hier ist wieder euer Excel und willkommen beim wichtigen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, gerade eben noch. Also ich bin vor 1,5 Stunden ungefähr bin ich heimgekommen von der FIBO. Bin noch auf dem Rastplatz geschlafen, weil wir sind müde geworden und das war viel zu gefährlich, dann weiterzufahren in dem Zustand. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ich hatte eine sehr interessante FIBO. Ich habe sehr, sehr viele tolle Menschen dort kennengelernt. Sehr, sehr viele Menschen, wo ich niemals gedacht hätte, dass diese Menschen so offen zu mir kommen und mich so akzeptieren, wie ich bin und mir ihre Hilfe anbieten. Und ich habe mir Gedanken gemacht. Und die möchte ich euch jetzt einfach sagen. Ich werde dieses Video nicht schneiden. Das wird das letzte Video auf diesem Kanal, was Sport angeht und Abnehmen. Aber das werde ich euch gleich erzählen. Das wird generell das letzte Video dieser Art auf diesem Kanal. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich war heute auf der FIBO. Ich habe sehr viel gesprochen. Ich habe mit Johannes Lukas habe ich gesprochen. Das ist ein sehr netter Mann. Er sieht aus wie ein Bär. Ja, er guckt dich an, als ob er dich gleich töten wird und dir die Haut abzieht und reinscheißt. Ja, aber ein sehr herzlicher Mensch. Ein sehr herzlicher Mensch. Und ich weiß nicht, wie die Leute das machen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie die Leute das machen. Die kommen zu dir, erzählen mit dir 3 Sätze und du hast einfach dieses Glücksgefühl. Du hast diese Glückshormone in deinem Körper und du denkst dir so, du kannst Bäume ausreißen. Machen dir Mut, geben dir Tipps, die möchten dir einfach helfen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Ne? Und so habe ich das gar nicht eingeschätzt, diese ganze Fitnessszene. Natürlich gibt es schwarze Schafe, es gibt überall schwarze Schafe. Es gibt überall Arschlöcher. Ja, ist so. Es gibt überall, in jedem Berufsfeld, in jedem Menschenfeld, in jedem Umfeld gibt es Arschlöcher. Wirklich. Nur ich habe wirklich die ganze Fitnessszene komplett falsch eingeschätzt. Und ich bin immer noch überwältigt, mir fehlen die Worte, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich quasi in so einen krassen Kontrast, in so ein krasses Kontrastgenre reingegangen bin und diese Menschen mir gegenüber komplett respektvoll, offen und ehrlich und freundlich mir gegenüber waren. Das erste Mal. Das erste Mal. Und das hätte ich niemals gedacht. Niemals. Ich werde euch jetzt ein bisschen was erzählen. Das FIBO-Video kommt natürlich auch noch. Wir haben sehr viel auf der FIBO aufgenommen. Wir haben ein paar muskulöse Menschen befragt. Wir haben Vorurteilsfragen gestellt. Ja, jeder Mensch hat Vorurteile gegen besondere Menschengruppen, genauso wie es auch Vorurteile gegenüber dicken Menschen gibt. Wir haben mit Kevin haben wir was gedreht. Ja, Man musste eine Packung Mayonnaise essen. Ja, wir haben was Kleines gemacht. Das wird auch lustig. Wir haben sehr viel gemacht auf der FIBO. Wir haben 80 Gigabyte, knapp 80 Gigabyte an Videomaterial, das alles noch geschnitten werden muss. Und ihr müsst euch einfach gedulden. Das kommt auf jeden Fall. Ich werde mich heute noch dran setzen, das schneiden. Vielleicht kommt es heute Abend, vielleicht kommt es aber auch erst morgen. Ich habe noch nicht gepennt, richtig. Ich habe nur im Auto vorhin 2, 3 Stündchen gepennt. Und ich möchte jetzt einfach mal erzählen. So ein kleines Vorab-Teasern, wie die FIBO 2019 für mich war. Ich wurde eingeladen von Kevin Wolter. Kevin Wolter hat Nico und mir, also Hashtag und mir, Hashtag hat für mich die Kameraführung übernommen, der hat ein bisschen gefilmt. Er hat uns Tickets zukommen lassen, Ausstellertickets, wir waren geladene Gäste, wir konnten easy oben auf dem Parkdeck parken, wir sind runtergegangen, wir wurden direkt herzlich empfangen und ich habe so viele Hilfeangebote bekommen. Ich habe so viele Menschen getroffen. Ja, und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin immer noch überwältigt. Ich freue mich gerade. Ich freue mich wirklich gerade. Ja, weil ich jetzt Partner habe, Menschen, die sich auskennen und die das mit mir zusammen machen, weil ich hatte keine Ahnung, was ich mache. Ich habe mich immer für was anderes entschieden. Ich habe einen Monat vegan gelebt, hat mir sehr gut geholfen. Da habe ich mich auch wohl mitgefühlt. Ich habe Low Carb probiert. Ich war in Abnehmkuren war ich. War in Sportvereinen früher. Aber ich habe nie was durchgezogen. Nie. Ich habe nie irgendwas zu Ende gebracht. Niemals.
Und jetzt habe ich einfach dieses Glücksgefühl in mir, weil ich weiß, es gibt Menschen, die mir helfen möchten und die mir auch helfen können. Ja? Und ich bin, weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin einfach sprachlos. Ihr könnt das Video auf anderthalbfacher Geschwindigkeit abspielen. Ja, und es ist einfach ein wichtiges Thema für mich. Kevin hat ja zusammen mit Uwe diese Fitnessessen-Firma. Also da gibt es dann quasi so Fertigessen, die kommen zu dir nach Hause. Die sind abgewogen in der Art. Ja, also das sind immer, das sind ausgerechnete Kalorien. Es gibt Low-Carb-Menü. Es gibt für jeden was. Ja, je nachdem, ob du gerade in der Massephase bist oder ob du in der, wie heißt das so, Shredding-Phase, also wenn du Körperfett runtergehst. Und die Leute wollen mir so stark, so krass helfen und die haben mir so krass ihre Hilfe angeboten, ne? Dass ich da einfach jetzt mittlerweile connected bin. Ich war einen Tag auf der FIBO. Ja, ich habe so viele. Hier, ich hab Sachen bekommen von Tim Gabel, da werde ich auch gleich nachher drauf eingehen, was ich alles bekommen habe und für was das genau ist. So, also ich habe mir ein paar Sachen durchgelesen, habe mich ein bisschen informiert, so zwischen den Blumen. Ich bin jetzt kein Experte, werde ich wahrscheinlich auch nie. Aber ich werde euch ein bisschen davon erzählen. Kevin möchte mir sehr viel helfen. Da bin ich ihm auch dankbar. Zum einen mit diesen Mahlzeiten, die mir wahrscheinlich dann zugeschickt werden. Zum anderen mit Trainings, mit Trainingseinheiten, mit zusammen trainieren gehen, mit Übungen machen, mit allem eigentlich. Und da bin ich ihm schon sehr, sehr dankbar für. Wir hatten heute übrigens auch ein tolles Interview. Das könnt ihr bei ihm auf dem Kanal, könnt ihr das gerne euch ansehen. Ich werde den Link unten in die Beschreibung reinhauen. Und ja, ich habe sogar mit Flying Uwe gesprochen. Weil Flying Uwe und ich, wir hatten eine Auseinandersetzung. Vielleicht können sich ein paar Leute daran erinnern. Und es ist krass, wie offen und freundlich heute dieses Zusammentreffen war. Ich kam hoch, ja, Uwe ganz gechillt, wir haben uns die Hand gegeben, wir haben ein bisschen geredet. Ja, das hat auch nichts mit Schwanzlutschen zu tun oder sonst irgendwas. Ja, man lernt die Leute einfach mit der Zeit auf eine andere Art und Weise kennen. Wir waren zum Beispiel auf dem Case King Geburtstagsstream. Da saßen wir nebeneinander auf der Couch, wir haben ein bisschen gegeneinander Spiele gespielt, so Minispiele. Mit Lori war das, glaube ich, und Mickey TV. Und ja, ist so. Genauso wie Leute gegen mich Vorurteile haben, so habe auch ich Vorurteile. Ich bin auch ein Mensch. Und da wurde mir auch, Uwe hat mir auch direkt seine Hilfe angeboten, was Sportgeräte angeht. Er hat ja einen guten Sportgeräte-Sponsor. Und es ist einfach krass, wie herzlich diese Menschen mir gegenüber heute waren. Ich weiß, ich wiederhole das die ganze Zeit, aber es ist wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie glücklich ich gerade bin. Ja, ich weiß immer noch gar nicht genau, wie ich dieses Video gestalten soll. Ich habe auch kein Skript oder sowas. Ich weiß nicht, ihr müsst euch jetzt die Scheiße einfach reinziehen. Das tut mir leid. Na, dann haben wir Video gedreht mit Mois, mit Tim, mit, ja, richtig oder Sackschweiß. Ja, also mit meinem Schweiß, so ich bin 10 Stunden auf der Fieber rumgelaufen, Frage falsch beantwortet, erstmal schön unter die Titte gegriffen und ab geht's mit dem Schweiß. Müsst ihr euch angucken, war auch ziemlich lustig. Gibt's bei Mois auf dem Kanal. Tim, sehr korrekter Mensch. Ja, wirklich sehr korrekter Mensch. Da kann man sagen, was man möchte. Ihr könnt sagen, was ihr möchtet. Jeder kann sagen, was er möchte. Tim ist ein sehr korrekter Mensch. Wirklich, ein sehr, sehr korrekter Mensch. Bietet mir seine Hilfe an. Ja, erklärt mir Geräte, erklärt mir Übungen. Gibt mir ein riesiges Paket an Supplements mit. Ja, kümmert sich um mich. Macht sich Gedanken darüber, was für mich das Beste wäre. Ernährungsplanmäßig. Ich habe hier Supplements bekommen. Das ist keine bezahlte Werbung. Tim hat sogar gesagt, ich soll dafür nichts machen. Ich soll das nicht zeigen oder sowas, weil er das einfach für mich tut, für mich privat. Aber ich möchte euch einfach mal zeigen, weil das ist das erste Mal, dass ich wirklich hier was zusammengestellt bekommen habe, wo auch wirklich so also fast alles dabei ist, was man eigentlich braucht. Ja, wir haben hier einmal diese Proteinshakes. Einmal in Knoppers Geschmack. Ich werde nachher nochmal sagen, wie genau ich das verwende oder wie ich für mich denke, dass es das Beste ist, wie ich diese Sachen verwende. Auf jeden Fall haben wir einmal dieses Proteinpulver in Knoppers. Wir haben einmal das Proteinpulver in Baklava. Ja, ihr wisst Bescheid. Emre. Ja, Baklava. Das ist krass, was alles gibt. Als nächstes kommt Rumpsteak mit Zwiebeln und Bratkartoffeln. Ja, und einmal haben wir Sahnekaramell. Ja, das krass, was es alles gibt heutzutage. Na, das sind hier Proteinshakes. Eiweiß ist auch ein Protein, glaube ich.
Ich bin mir nicht. Ja, Eiweiß ist auch hier drin. Alter, pro 100 Gramm Pulver 70 Gramm Eiweiß. Es gibt ordentlich Tinte auf den Füller. Ja. Was haben wir noch? Wir haben auch. Ich werde euch erst das hier zeigen. Da habe ich hier gerade was drin in meinem Shaker. Shaker habe ich auch gratis bekommen. Also, ich habe. Wie gesagt, ich habe die Sachen nicht bezahlt. Ich habe auch kein Geld dafür bekommen. Ich habe das von Tim mitbekommen als Tobias Eckmeier. Ja. Tim ist zu mir gekommen und hat mir das gegeben, für mich privat, um mir privat zu helfen. Also wie gesagt, ich bin nicht verpflichtet, hier irgendwas zu sagen oder irgendwas zu tun oder irgendwas zu machen. Also tun und machen ist ja eigentlich das Gleiche. Und zwar hier habe ich den Headshot Booster drin. Das ist ein Booster, wenn du zum Beispiel sehr lange wach bist oder hast Sachen zu tun oder bist am Stream oder sonst irgendwas und du brauchst Power im Kopf, du brauchst Fokus. Dann kannst du das hier nehmen. Da macht man immer zwei Löffel. Da ist so ein Löffel mit dabei. Finde ich auch praktisch. Machst zwei Löffel auf 300 Milliliter. Ich habe jetzt drei Löffel auf 500 Milliliter gemacht. Oder 600 Milliliter sogar. Und ich bin schon die ganze Zeit am Trinken. Seit ich heute bei Olli, bei 83 MeToo, könnt ihr übrigens auch reingucken. Werde ich auch unten den Link rein posten. Ich habe jetzt so viel gemacht. Ich habe heute drei oder vier Interviews gemacht und war bei Olli Auto waschen. Ja, es. War einfach krass heute. Es tut mir leid, wenn ich euch langweile oder so, aber ich muss erst alles verarbeiten. Ja, ich habe mir das dort gemacht, bei Olli schon. Und ich bin die ganze Zeit so ab und zu mal so einen Schluck am Trinken, weil. Also mir schmeckt es nicht, mir schmeckt es nicht gut. Man kann es trinken. Es ist jetzt nicht ekelhaft, aber man merkt halt, man merkt, es ist was Besonderes. Ja, das gibt dir Kraft, das gibt dir Fokus. Das gibt dir so einen kleinen, also mir zumindest, gibt es so einen kleinen Euphorie-Kick. Und ja, man sollte aber nicht so viel davon trinken. Also man sollte maximal 300 Milliliter am Tag davon trinken. Also eine Portion wurde mir gesagt. Ich werde das nicht jeden Tag trinken. Ich werde das mal trinken, wenn ich streame oder sowas. Oder wenn ich müde bin und möchte trotzdem noch an mein Gerät, dann werde ich mir sowas mal gönnen. Aber ich werde das nicht jeden Tag. Das macht dich auf Dauer, da macht dich das kaputt. Ne? Die Menge macht, wie heißt das? Die Menge fickt dich. Keine Ahnung. Von allem zu viel ist einfach zu viel. So, ja. Das haben wir bekommen. Kann ich beiseite stellen. Dann haben wir hier Zink. Zinkkapseln. Ja, Zink. Zink ist wichtig für den Körper. Ich weiß nicht, in welchen Lebensmitteln Zink drin sind. Ich habe mich mein ganzes Leben lang, habe ich mich nicht optimal ernährt. Man sagt ja immer, einmal gibt es die Ernährung, die Genussernährung. Ja, das heißt, du hast Bock auf Gyros mit Pommes, dann kannst du dir Gyros mit Pommes. Aber jemand, der sich bewusst ernährt, also bewusste Ernährung heißt, dass du jeden Tag versuchst, alle deine Sachen, die du brauchst, zu dir zu nehmen. Und das habe ich nie gemacht. Das habe ich mein ganzes Leben lang noch nie gemacht. Ich war immer dieser Genussernährer. So, ich habe Bock gehabt auf Pizza, auf Schafskäse, auf schönen Triple Cheese, nochmal auf den Schafskäse drauf, so dick Öl in der Wanne, in der Alufolie. Und diese Kapseln hier sind einfach, das sind so Ergänzungsmittel. Ja, zum Beispiel privat weiß nicht, in welchen Lebensmitteln Zink drin ist. Das wäre jetzt ein Klick, um das nachzugucken, aber ich mache gerade Video so, ne? Das geht jetzt nicht. Aber ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wo Zink drin ist, also nehme ich mir davon was. Und das ist Ergänzungsnahrung oder eine Ergänzungspille. Dann haben wir, ich mache weiter mit den Ergänzungspillen, dann haben wir hier Super Omega-3 Triglyceride Fischöl. Die Leute, die mich kennen, wissen, ich hasse Fisch. Ich hasse Fisch, ich hasse auch Meeresfrüchte. Und hier mache ich mir im Gedanken so den Streich, dass ich mir einfach denke, dass hier kein Fisch drin ist, weil ich ekel mich einfach nur vor Fisch. Aber Omega-3-Fettsäuren sind wirklich wichtig für den Körper. Das sind gesunde Fettsäuren, die dein Körper, ich weiß jetzt nicht, ich habe noch nie in meinem Leben Fisch gegessen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass dein Körper Fisch unbedingt zum Überleben braucht, weil ich lebe ja immer noch. Aber Omega-3-Fettsäuren, Fettsäuren sind wichtig, ja, und deswegen einfach hier diese Ergänzung, weil ich kein Fisch esse. Damit kann man so ein bisschen cheaten, ja, das ist wie so ein Hack, weißt du? Dann haben wir DMAE-Bitartrat. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen. Es ist auf jeden Fall. Ah, hier. Verbesserte Konzentration schützt das Gehirn. Anti-Aging. Ja. Toll.
Ja, Frauen klatschen sich jeden Morgen 1 Kilo Faltencreme in die Fresse und ich habe einfach hier dieses Natriumnitrat, Betrinat, Bitadrat. Okay. Als nächstes haben wir Calcium Ascorbat. Da ist das säurefreies Vitamin C. Da ist Calcium. Calcium ist gut für die Knochen. Calcium, es tut mir leid, wenn ich jetzt Scheiße erzähle, aber Calcium ist auch in Milchprodukten. Wenn man jetzt zum Beispiel sich ernähren möchte, ohne auf fettige Milchprodukte zurückzugreifen, kann man sich das Calcium hier auch pur ballern. Und ja, ist auch wieder ein Ergänzungsmittel. Ich werde euch nachher erzählen, was ich jetzt genau vorhabe mit diesen Ergänzungsmitteln, wie ich die zu mir nehme und wie ich meine Ernährung quasi, also wie meine Grundernährung ist, dass ich mich quasi ernähre, plus diese Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme. Das werde ich euch nachher erklären, habe ich mir auch einen Kopf drüber gemacht. Ich weiß nicht, ob die Idee richtig ist, ich werde Rücksprache halten mit Kevin und Tim, aber ich finde es wichtig, dass man sich erstmal so einen eigenen Kopf macht, um die Sache zu verstehen, oder dass man sich ein bisschen selbst darüber informiert, damit man es leichter versteht und sich danach nochmal die ergänzenden Tipps holt, beziehungsweise sich einfach nochmal beraten lässt oder korrigieren lässt. Ja? Ich finde es wichtig, dass man sich vor allem erst selber den Kopf darüber macht. Und das habe ich gemacht, das werde ich euch nachher erzählen. Dann haben wir MG Bisglycinat-Kapseln. 100 Milligramm elementares Magnesium pro Kapsel. Das hier ist Magnesium. Magnesium ist, glaube ich, so ein Stoff, der brennt unter Wasser. Es gibt ja auch Magnesiumfackeln oder sowas, die benutzen Tiefseetaucher zum Gucken unter Wasser. Verzehrempfehlung: 3 Kapseln täglich mit ausreichend Flüssigkeit kurz vor dem Schlafengehen einnehmen. Hier, Salz der inneren Ruhe beugt Krämpfen vor, hohe Bioverfügbarkeit. Anscheinend ist das gut, wenn man trainiert. Ich zum Beispiel habe einen sehr, sehr krassen Magnesiummangel, beziehungsweise ich hatte einen krassen Magnesiummangel. Momentan ist das nicht mehr so. Ich hatte fast jeden Morgen nach dem Aufstehen einen Krampf in meinen Beinen, also manchmal sogar beide Beine. Und vorm Schlafengehen hatte ich auch oft Krämpfe. Und da merkt man einfach, okay, man hat Magnesiummangel und davon kommen dann auch Krämpfe. Ja? Also auch, ne? Natürlich, wenn man jetzt sich nicht aufwärmt beim Training und übertreibt direkt, dann kann es auch passieren, dass man Krämpfe bekommt. Aber meistens, wenn man so abends vor dem Schlafengehen Krämpfe hat oder morgens nach dem Aufstehen oder sich irgendwie streckt im Bett, man streckt sich richtig blöd und kriegt einen Krampf, dann kann man davon ausgehen, dass man einen Magnesiummangel hat. Und dafür gibt es diese Ernährungskapseln. Als nächstes haben wir Vitamin D. Ein paar Leute von euch, die ab und zu in meinen Streams dabei sind, wissen, dass ich depressiv bin. Also ich habe manchmal, also was heißt manchmal, ich habe immer öfter meine Tiefs. In letzter Zeit nicht mehr so krass wie noch vor einem Jahr. Da war ich sehr, sehr schwer depressiv. Mittlerweile geht es eigentlich. Da habe ich nur meine Phase, wo ich depressiv bin und einfach mein Leben komplett scheiße finde. Und gerade im Winter betrifft das sehr viele Menschen. Vitamin D. Es tut mir leid, wenn ich wirklich jetzt Scheiße erzähle, ja, aber ich kann es euch nur so sagen, wie ich das jetzt im Kopf habe. Vitamin D nimmt der Körper auch über Sonne auf. Ja, das heißt, wenn ich rausgehe, die Sonne strahlt mir ins Gesicht, in mein Face, dann hab ich so ein paar Glücksgefühle, da habe ich Vitamin D, da bin ich ausgeglichen. Und gerade in kalten Wintermonaten, wenn die Sonne mal nicht so viel scheint und nicht so krass scheint, gibt es wirklich Menschen, die das hier über die Wintermonate konsumieren. Vitamin D-Kapseln. Ja, und gerade weil Tim wahrscheinlich auch mitbekommen hat, dass ich depressiv bin, hat er mir das auch mit eingepackt. Und vielleicht wird sich meine Stimmung dadurch einfach anheben. Und finde ich sehr, sehr wichtig. Ja? Weil es hängt alles mit deiner Stimmung in deinem Kopf an. Wenn du schlechte Laune hast und hast eigentlich keinen Bock auf das, was du machen musst oder machen willst, dann hast du einfach keinen Bock. Dann bringt dir der beste Personal Trainer nichts, wenn du hier oben einfach keinen Bock hast. Und das ist eine kleine Motivationsstütze. Da sind 90 Kapseln drin. Ja. Als nächstes haben wir Kreatin AKG. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was Kreatin ist. Ich habe das öfter mal aufgeschnappt, diesen Begriff. Ich hatte auch in der Ausbildung jemanden, Grüße gehen raus, Freddy, du weißt, wen ich meine. Das war übelst das Tier, der war richtig krass definiert. Der hat sich in der Schule als die Kreatinpillen geballert. Ich weiß leider nicht, für was genau das hier gut ist. Ja, aber ich denke mir, dass das, oh, Halal, ja, ist Halal.
Ich denke mir, dass das ein Unterstützungsprodukt ist, wenn man trainiert. Ja, dass das vielleicht die Muskeln pusht oder sonst was. Wenn ihr wisst, was Kreatin ist, AKG Kreatin, dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben und dann wissen wir schon ein bisschen mehr. Ja? Kreatin. Als nächstes und als letztes, nee, als vorvorletztes, haben wir ZEC Plus Nutrition Pure BCAA Select Plus 2.0 Delicious Cola Flavor. Mir wurde gesagt, vielleicht kennt ihr die Assi-Familien bei RTL 2 oder RTL Familien Brennpunkt, die immer diesen Rührtee haben, diesen Klumpentee, wo man einfach so ein paar Löffel in Leitungswasser reinmacht, dann schön umrührt, dann hat man für 1,50 € hat man 20 Liter Eistee. So wurde mir das hier gesagt. Das ist zum Mischen mit Wasser. Ja? Das ist zum Mischen mit Wasser. Das ist quasi so eine Getränke, so ein Getränkepulver, das man sich anmischen kann. Und ja, hier sind 388 Kilokalorien auf 100 Gramm Pulver. Aber ich glaube, so 10 Gramm Pulver müssten auf ein Glas locker reichen. Ah, 13 Gramm Pulver pro Portion. Okay, hat 50 Kalorien. Da ist Kohlenhydrate sind 6 Gramm drin. Davon Zucker 0,2 Gramm. Fett 1,4 Gramm. Davon gesättigt 0,1 Gramm. Salz, also Natrium 0,49 Gramm. Und Eiweiß ist auch sehr viel drin, 71,7 Gramm. Und ja, das sollte man aber auch nicht häufig machen, glaube ich. Man sollte es nicht häufig machen. Zumindest mal nicht jeden Tag oder nicht jeden Tag fünfmal. Ist wahrscheinlich auch was fürs Training oder vorm Training oder wahrscheinlich während man trainiert. Ja, kann man das gut mit Wasser mischen anscheinend. So, als nächstes. ZEC Plus Lifestyle Fresh Cologne Desinfektion nach der Rasur oder für die Hände. 80% Alkohol. Oh, mein Therapeut hat gesagt, ich darf nie wieder Alkohol trinken. Deswegen werde ich mir das auch auf die Hände schmieren. Limette ist das. Das ist ein Desinfektionsspray. Ich weiß nicht, also ich weiß schon, für was man das benutzt, aber mir fällt jetzt keine Situation ein, die ich alltäglich habe, wo ich das benutze. Aber ich glaube, die Menschen benutzen das im Fitnessstudio. Wenn die zum Beispiel, ja, an irgendwelchen Geräten trainieren im Studio, in einem öffentlichen Studio und die dann das dann vorher desinfizieren oder so wegen dem Schweiß. Ja, es gibt Menschen, die sind sehr empfindlich, die kriegen davon direkt Ausschlag. Und ja, 100 Milliliter. Ja, danke, Tim. Und als nächstes, das sind Dinge, das werde ich nicht essen wahrscheinlich, ja, weil sonst verfalle ich wieder in meinen Knabberwahn. Tim hat mir das einfach so mitgegeben, es lag noch da. Ich glaube, ich werde es nicht konsumieren. Ich werde es vielleicht an jemanden weitergeben. ZEC Plus High Protein Chips Barbecue Flavor. Das sind so, ja, wie soll ich das sagen? Ich hatte mir mal im Globus hatte ich mir mal Gemüsechips geholt aus. Da waren dann, das waren so dünne Scheibchen wie so Kartoffelchips, aber halt von der Aubergine, von der Süßkartoffel, von irgendwelchen anderen Gemüsesorten. Ich kenne eigentlich keine nicht großartige Gemüsesorten, deswegen es waren Gemüsechips. Die Sache ist halt, die wurden trotzdem mit Öl frittiert. Ja, also die werben dann quasi, oh, Gemüse und sowas, ja, total gesund und so, aber im Prinzip werden die auch in Öl gebacken. Ja, oder ja, es ist frittiert. Ja, 13 Gramm Fett auf 100 Gramm. 100 Gramm haben 418 Kilokalorien. Ja, 50% weniger Fett und 41 Gramm Protein auf 100 Gramm. Ja, ich werde die wahrscheinlich wirklich nicht nehmen. Ich werde die meinem Vater geben oder so. Der knabbert als immer abends irgendwas und da kann er einfach das da knabbern. Aber trotzdem, danke. Ja. Das war jetzt erstmal so, was ich heute bekommen habe an Supplements. Und jetzt werde ich euch erzählen, wie ich das Ganze verwenden will. Ich will das so machen. Ich habe ja meine Proteinshakes. Die geben mir Protein, die geben mir Eiweiß. Das heißt, also, wie gesagt, das ist jetzt nur meine Theorie. Wenn ich damit falsch liege, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Oder Tim, wenn du das hier siehst, oder Kevin, schreib mir gerne per WhatsApp oder sowas, falls ich hier falsch liege. Ich habe mir gedacht, dass ich mich auf eine pflanzliche Ernährung wieder umstelle und Rohkost über den Tag verteilt esse. Das heißt Gurke, Tomate, Zucchini, vielleicht Zucchini sogar ein bisschen anbraten ohne Öl, ich weiß es nicht genau. Und mich halt wirklich mit unverarbeiteten Sachen ernähre, weil Fleisch ist eigentlich dann unnötig. Wenn ich mir dann so eine Hähnchenbrust oder sowas mache, das hat ja auch Eiweiß, Proteine,
wenn ich Doppelproteine nehme, dann ist das auch schlecht. Weil, ne? Von etwas zu viel ist immer schlecht. Egal, ob das jetzt was Gesundes ist oder was Ungesundes. Wenn du dein Limit sprengst und zu viel davon isst, dann ist es auch ungesund. Deswegen habe ich mir gedacht, über den Tag verteilt, unverarbeitete, naturbelassene Produkte auf veganer Basis, ja, beziehungsweise vegetarischer Basis, ab und zu mal morgens ein Ei oder irgendein gesundes Low-Carb-Müsli, kann man sich mal gönnen. Aber der Alltag sieht für mich einfach so aus, ich habe Spaß daran, Gemüse zu essen, ich habe Spaß daran, Gemüse zu schneiden, ja, ich habe Spaß daran, Rohkost zu essen, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, habe ich Spaß dran. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Weg, dass ich mir Vitamine hole durch diese Rohkost und einfach meine Proteine, mein Eiweiß etc. durch diese Shakes hier zu mir nehme. Ich habe eine locker luftige Ernährung dann. Dreimal am Tag so ein Shake, so wie es hier dasteht, 40 Gramm, also dreimal 40 Gramm am Tag, morgens, mittags, abends und zwischendurch einfach auf Rohkost zurückgreifen, weil Rohkost, sind wir ehrlich, von der Gurke kannst du so viel essen, bis du komplett voll bist. Ja, eine Gurke besteht ja zum Großteil aus Wasser und gut, Tomaten kommt immer darauf an. Es gibt zum Beispiel Naschtomaten, die haben sehr viel Fruchtzucker. Fruchtzucker ist auch nicht so gut in hohen Maßen. Deswegen lieber auf wasserbasierende Gemüsesorten zurückgreifen, wie zum Beispiel Gurke. Was hat noch sehr viel Wasser? Avocado hat auch zum Beispiel gesunde Fette. Man kann sich zweimal die Woche oder so eine Avocado holen, ein bisschen Pfeffer drauf machen. Und das ist so mein Plan, den ich habe, dass ich mich, wie gesagt, dreimal am Tag mit einem Proteinshake ernähre und mir dort meine ganzen Proteine, meine Eiweiße, meine Ballaststoffe, meine Salze, meine Energie und mein Fett hole. Mein Fett. Und einfach die Zwischenräume von diesen Proteinshakes, wenn ich Hunger habe oder einfach so zwischendurch als Snack, einfach auf diese naturbelassenen Rohkostprodukte zurückgreife. Ja, das ist so mein Plan, den ich habe. Und natürlich werde ich auch jeden Tag, natürlich mit Absprache von Tim oder Kevin oder beiden, werde ich jeden Tag meine Ernährungsergänzungsprodukte zu mir nehmen. Das heißt, wir werden ausrechnen oder berechnen, wie viel Vitamin D ich brauche, wie viel Omega 3 ich brauche, wie viel Kalzium ich brauche, wie viel Magnesium ich brauche. Und dann, denke ich, bin ich da ganz gut aufgestellt, dass mein Körper nur das bekommt, was er wirklich für einen Tag braucht und nicht wie der Rest meines Lebens bisher war, dass ich jeden Tag gestopft und gefressen habe. Und ich finde, das ist ein sehr guter Plan für den Anfang, auch in Verbindung mit meinem regelmäßigen Training. Ich möchte es jetzt wirklich durchziehen. Ich habe es die ganze Zeit schleifen lassen. Ich habe mal einen Tag Pause gemacht, dann habe ich mal einen Tag nur eine halbe Stunde gemacht. Und ich möchte das jetzt wirklich angehen. Und das ist auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, dass das hier das letzte Video dieser Art auf diesem Kanal hier ist. Der Kanal bleibt weiter mein Kanal. Excel95, das ist mein Ding. Ich habe Humor. Ich habe, ich weiß nicht, ich denke schon, dass ich die Leistung habe oder die Eigenschaft, Leute zu unterhalten. Und dass es auch weiterhin natürlich Videos auf diesem Kanal gibt, keine Frage. Ja, also, YouTube Money muss laufen. Ja, also, mein CPM ist eh im Keller. Aber es wird natürlich weiterhin hier meine Videos geben. Meine lustigen Vlogs, meine lustigen Zoobesuche, ja, oder andere Dinge. Automechaniker 95, zu Gast in der Werkstatt als Lehrling, ja, oder Polizistensohn 95. Ich frage an bei der Bundespolizei für Praktikum. Ja, es wird weiterhin lustige Vlogs, lustige Inhalte geben auf diesem Kanal. So wie immer. Nur alles, was Sport betrifft und Fitness, war für mich die Überlegung, das auf einen anderen Kanal zu überlegen. Also, sondern abzugeben an einen anderen Kanal. Ich möchte einen anderen Kanal machen, den habe ich auch schon erstellt, der heißt einfach Tobias. Und keine Ahnung, ich fand den Namen einfach cool, so 100% Autismus. Ja, einfach Tobias so. Ja, mein Name ist Tobias, für die, die es noch nicht wussten. Und auf dem Kanal werde ich zusammen mit Kevin trainieren, zusammen mit Tim trainieren. Ich werde Übungen machen, ich werde rausgehen, laufen. Ja, während ich laufe, werde ich über wichtige Themen sprechen. Vielleicht die ein oder andere Diskussionsrunde mit euch beginnen. Ihr könnt natürlich auch Themen vorschlagen. Es gibt FAQs, während ich draußen laufe. Es fängt jetzt eh wieder an, warm zu werden. Und ich möchte mehr draußen machen, ich möchte mich bewegen. Und ich möchte dazu die Mittel nutzen, die ich habe. Das seid ihr. Also, ne, ihr seid das Mittel dazu, mir einen Ansporn zu geben. Ja, die Kommunikation, dieser Austausch. Dieses Mitfiebern. Mein Ziel für dieses Jahr ist es einfach, 50 Kilo abzunehmen und es wird ein sehr, sehr tolles Projekt und ich werde auch mit sehr, sehr vielen Leuten und ich werde generell mit sehr, sehr vielen Leuten aus der Fitnessszene versuchen zu arbeiten in diesem Jahr. Natürlich auch
im nächsten Jahr. 150 Kilo sind ja auch nicht gesund. Werde vielleicht das ein oder andere Sponsoring von irgendeiner Fitnessfirma ranholen und mir dort irgendwelche Sportgeräte oder sowas zeigen lassen. Vielleicht kriege ich sogar bei McFit so ein Probeabo mal. Da können wir mal 2 Wochen lang ins McFit gehen. Dann kann ich da die Maschinen auseinandernehmen, die Geräte. Und ich habe da Bock drauf. Das ist für mich ein Ansporn. Und ich hoffe, dass ein paar von euch dabei sein werden. Ich weiß, ich werde nicht eins zu eins jeden von euch mit rübernehmen, aber das ist auch gut so. Es gibt Menschen hier auf diesem Kanal, die interessieren sich nur für den Original Axel, für den Original OG. Und das wird auch weiterhin hier der Fall sein. Aber es gibt auch einige unter euch, die sich auch mitunter dafür interessieren, wie es mir gesundheitlich geht. Und das rechne ich den Leuten hoch an. Und ich hoffe, ihr seid dabei, wenn ich dieses Projekt angehe mit diesen Menschen. Und wir eine coole Zeit haben. Und ich hoffe wirklich, dass ich dieses Jahr mein Ziel realisieren kann. Es wird regelmäßiges Wiegen geben auf dem Kanal, auf dem neuen. Es wird regelmäßige Updates geben. Es wird Übungen geben, es wird Trainingseinheiten geben. Ja, wir gehen boxen mit Kevin Wolter. Wir machen so ein bisschen Training mit Tim. Ja, wird auf jeden Fall cool, da habe ich richtig Bock drauf. Und der Link des neuen Kanals ist unten in der Videobeschreibung. Bitte abonniert ihn wirklich nur, wenn ihr Interesse daran habt. Wenn ihr kein Interesse daran habt, dann abonniert ihn nicht. Ihr müsst ihn nicht abonnieren, nur weil ihr mich toll findet und mich unterstützen möchtet. Abonniert ihn bitte wirklich nur, wenn ihr Interesse daran habt, weil es bringt euch nichts, es bringt mir nichts. Ansonsten genießt weiterhin den Content hier auf diesem Kanal. Da kommt auch noch Großes dieses Jahr. Und ja, ihr seid meine Motivation. Ich bin für mich eine Motivation. Mein Spiegelbild ist eine Motivation für mich. Und ich hoffe, ihr habt euch jetzt diese halbe Stunde reingezogen. Es tut mir wirklich unendlich leid, dass es so lange gedauert hat. Das ist das letzte Fitnessvideo auf diesem Kanal. Macht's gut. Ja, ich weiß eigentlich, ich küsse euren Intimbereich. Euren richtig dreckigen, versifften. Guckt euch auf jeden Fall das Schwitzvideo mit Mois an. Macht's gut!